Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Ganz genau. Und heute ist es Zeit für die Tasche. Genau. Nachdem wir gestern hier alles so wunderschön gemacht haben, hier mit diesem wunderschönen Wandteppich, der tollen Dartscheibe und dem One-Way-Schild, wollen wir uns doch jetzt heute endlich mal die Tasche angucken. Mal gucken, was Rachel uns da reingetan hat. A bag full of clothes. Okay, was zu essen wäre aber auch nicht schlecht. Oder was zu trinken oder so. Yes, I need those. Hm. Das ist ja schön und gut. Und wovon lebst du jetzt hier? So? Von altem Brackwasser in den Pfützen draußen? Na, probieren wir es mal an. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Ja, Rabenhaare. Okay. Der Tarotturm. Der Rorschach-Schädel. Okay. Bonus-Outfits. Komm, gucken wir uns die Bonus-Outfits doch mal an. Chloes Klassiker. Ich glaube, das ist das, was wir schon die ganze Zeit anhaben. Das wählen wir jetzt nicht nochmal. Das ist ja ein bisschen langweilig, wenn wir das jetzt. Oder? Ist das doch. Das ist doch was anderes, oder? Wir probieren das mal an. Chloes Klassiker. Okay. Das ist doch das, was wir die ganze Zeit anhatten. Nee, das lassen wir jetzt nicht. Was nehmen wir denn stattdessen? Der Tarotturm. Na komm, wir probieren das mal. Okay, das ist zumindest mal was anderes. Aber jetzt will ich auch noch die anderen Sachen ausprobieren. Wenn schon, denn schon. Was haben wir denn hier? Rabenhaare. Das sieht doch ganz cool aus. Ja, Chloe ist blitzschnell im Umziehen. Das hat sie drauf. Okay, finde ich auch nicht schlecht. Das letzte probieren wir jetzt aber auch noch aus. Ja, da ist sie schon genervt. Ich weiß, ich bin halt nervig. Das tut mir leid. So, komm, das jetzt auch noch. Einmal noch umziehen und wenn uns das nicht gefällt, dann noch einmal umziehen, bis du dann das Richtige anhast. Okay, finde ich am besten. Du musst dich nicht nochmal umziehen. Wir belassen das dabei. Finde ich echt gut. Jo. Okay. Was können wir jetzt tun? Das Radio lassen wir an. Hier, das haben wir alles schon gemacht. Dann gehen wir doch einfach mal raus. Linke Maustaste, um zu gehen. The woman we saw with Rachel's dad. Weird. Yo, Frank! It's Chloe. I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. Oh Mann, was ist da los? Was will er von uns? Das Ganze ist echt keine gute Idee. Dude, it smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who is that woman? God. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Okay, er fährt einfach now los. Okay, wir schauen einmal hier. Frank, eine neue Nachricht? Ich bin jetzt auf dem Schrottplatz. Achso, okay. Mikey.
Wo fängt's an hier? Uff, ich hab gehört, du wurdest suspendiert. Tut mir leid. Ja, ich hab 1 gegen Wells gewürfelt. Verstehst du? Steph sagt, du bist ein Nerd. Ja. Justin. Was schreibt denn Justin? Alter, ich hab die schlechten Neuigkeiten gehört. Suspendierungen sind scheiße. Du meinst gute Neuigkeiten? Bin ganz aus dem Häuschen. Tatsache. Ich bin auch zu Hause, bin gestern aufgeflogen, weil ich nach Gras roch. Mama zwingt mich, zu ihrem Buchclub zu gehen. Oh Mann. Okay. Na gut. Was mich aber auch noch interessiert, bevor wir jetzt hier fortfahren, ich weiß, das ist sehr spannend, aber wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Den wollen wir uns doch mal durchlesen hier. Max, hast du schon mal jemanden gehasst wie die Pest, nur um rauszufinden, dass er eigentlich viel cooler ist als angenommen? Ja, ich auch nicht. David hat es sicher in seinem verfluchten Kopf gesetzt, dass er bei mir hart durchgreifen muss, also musste ich auf dem Schulparkplatz meine Taschen für ihn leeren. Ich spielte mit, aber nur um ihm meinen Beutel Kräuter unter den dummen Schnurrbart zu reiben. Das ging nach hinten los, denn jetzt zieht David in mein altes Haus ein. Ich sage altes Haus, denn wenn er da ist, bin ich es ganz sicher nicht. Oh, ich lief Elliot über den Weg. Er steht immer noch total auf mich. Jeder will was von Price. Chloe, die Geißel der Faschisten. Max, warst du mal in Therapie? Es ist irgendwie super. Und damit meine ich nicht, deine Gefühle niederzuschreiben, sich umarmen und zu heulen und so. Ich rede davon, unter die Haube zu gucken und sich die Hände dreckig zu machen. Rachel hat es voll drauf, was auch sonst. Wir sprachen über Mama, David, das Feuer, meinen Verweis. Rachel wollte nicht so viel erzählen, aber ich schaffte es, dass sie sich mir öffnete. Ich bin froh darüber. Danach fühlte sich alles, ich weiß nicht, weniger kaputt an. Wo wir gerade dabei sind, ich fand diesen krassen Truck, den ich jetzt repariere. Naja, repariere, sie hat dann Haufen Tinnef reingelegt, aber okay. Ich weiß nicht, ob er je laufen wird, aber ich freue mich erstmal über ein Problem, das ich lösen kann. Vielleicht wird er ein Fluchtfahrzeug. Bleib dran! Ich repariere Trucks und Gehirne. Wer braucht schon Schule? Chloe, die weniger kaputte Mechanikerin. Ach, ist ja echt süß, der Truck hier mit den Augen. Das ist ja niedlich. Okay, gut. Dann wollen wir ja auch jetzt mal hier sein olles Notizbuch holen und uns vorher hier alles nochmal so ein bisschen anschauen. Was hat er denn hier für einen tollen Hut? So Frank's a fellow survivor of Black Hell. Oh no. Okay, der war auch hier auf der Schule. Ein Wettschein. A betting slip. Ui. $1,200? Way out of my league. Ja. So einen Wettschein haben wir doch schon mal gefunden. Ganz am Anfang des Spiels. Fight the power. Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsgesetz von Oregon, wie man Durchsuchungsbefehle versteht und sein Vermögen beschützt. Naja, das braucht der Frank. Auf jeden Fall, was ist das? People leave their info when they damage someone's car. Hey, ich habe deinen Wohnwagen gerammt und wollte meine Daten hinterlassen, aber dann sah ich dich kommen und bekam Panik, sorry. Okay, verstehe ich. Auch wenn es nicht nett ist. Scharfe Soße, Ansehen, Graffiti, was? Auf der scharfen Soße? Achso, dahin. Ja, komm. Arbeit zu Hause. Hä? Boah, probieren wir einfach mal aus. Got it. Ah, seine Arbeit. Okay, ich verstehe. Okay. Scharfe Soße. Bomb sauce. For the man who enjoys searing pain with his drive-thru order. Naja. Okay, das macht ihm gar nichts, wenn wir hier ein bisschen rumschnüffeln. Dann machen wir das auch weiter. Was hat er denn da drin? Apparently Frank is a werewolf. Aber echt. Okay. Ich hoffe, das ist die Tür zum Bad und nicht eine Tür, die nach draußen führt. Do I really want to see Frank's bedroom? Ah. Ja, komm. Schick. Echt geil bei Frank. Oh, was kommt denn da? Hey there. Oh. It's okay, little guy. Oh shit! Pompidou, get up here! Oh, das ist der süß. Pompidou? You little killer. Was für eine Speckwurst. Sowas Niedliches. Oh, wir haben gerade irgendwas bekommen hier, ne? Okay,
Okay, das geht mir zu schnell. Das geht mir zu schnell. Hört doch auf zu schreiben. Moment. Wo geht's denn los? Hier. Der Sturm wird unglaublich. Wie in unglaublich schlecht. Es wird witzig. Mach dir wegen der Suspendierung keine Gedanken. Alter, mir geht's gut. Okay. Haben wir da nicht gerade noch einen neuen Tagebucheintrag gesehen? Nö, eigentlich nicht. Hätte ich jetzt schwören können. Ach, hier ist was neu. Wahrscheinlich steht bei Frank jetzt, dass er diesen kleinen Hund hat. Okay, gut, das gucken wir uns jetzt nicht an. Schauen wir erstmal hier weiter. Cornflakes. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy of drug stashing. Mhm. Nee, wir nehmen das jetzt nicht. Da handeln wir uns nur noch mehr Ärger ein, aber wir gucken einmal. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy of drug stashing. Das hatten wir schon. Oh, wie kann ich denn die Cornflakes anvisieren? Ich will doch nur die Cornflakes ansehen. Komm schon. Part of a balanced breakfast. Mhm. Okay, war jetzt wichtig. Mussten wir unbedingt machen. So, das ist sein Computer. Den könnten wir benutzen. Wo ist denn sein Notizbuch? Wir sollen doch sein Notizbuch holen. Wahrscheinlich da oben drin, oder? Wir gucken mal einmal an den Computer. What are you doing? Ja, okay. Könntest uns ja auch mal sagen, wo du das wonder hast. What Frank eats when he gets the munchies. Bohnen. Wie jeder anständige Mann. Er hat Bohnen und nichts als Bohnen. That's an insane amount of beans. Mhm. Das ist echt mal abartig bei Frank. Ja, wo hat er denn sein scheiß Notizbuch? Das weiß ich doch nicht. Verkleckertes Essen. Ach, Bohnen. Wer hätte das gedacht? Ugh, gross. Aha. Ja, ja. Okay, ist das hier das Notizbuch? Ich glaube, da ist es. Kissen. Okay, der kleine stinkige Wuffel hat hier alles ein bisschen auseinandergenommen. Wow. That pillow is definitely dead. Allerdings. A swingy, flippy instrument of death. Mhm. Da ist das Notizbuch. Someone's a messy eater. Ja, ja, das ist er. Und zwar der Frank. A throne fit for Frank. Ja. Frank and his BFF. That's adorable. Ja, echt klasse. Okay, ich glaube, es wird Zeit. Das Notizbuch. That's probably the notebook Frank wants. Mhm. Das glaube ich auch. Dann mal los. Okay, um was geht's denn hier? Was will er von uns? Is this what I think it is? Ach, das God, ist... I paid that off. Das ist die Schuldenliste hier. Okay, Chloe 175. Aha. Time to find out what Frank wants to discuss. Ja, eben. Das würde ich auch gern wissen. Was hatten wir denn da? Da war doch noch was. Ach so, das, okay, das hatten wir schon. Ja, Frank. That dog makes Frank look almost nice. Der ist aber auch süß, der Kleine, wie der da jetzt liegt. Sowas Niedliches. Is this it? Have a seat. Pompadour, huh? That's one badass name for a dog. It's French. Ja? Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV. Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Na, für Rachel wär's wichtig. Wir haken nach. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me.
Oh Gott, jetzt kommt hier wieder so eine kleine Challenge. Okay, ich werde jetzt nicht meine Antworten vorlesen. Es braucht schon lange genug, mir zu überlegen, was ich antworten werde. Denn das Ganze geht auf Zeit. Und da habe ich beim letzten Mal verkackt, weil ich das alles vorgelesen habe, was da stand. Okay, wir probieren es mal. Ich weiß nicht, ob es geht. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Price, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. As long as you're selling quality stuff, no one is going to care what you tell me. God, Price, don't you have enough dumb high school shit going on? Why get hung up on some chick? Come on, Frank. This is Arcadia Bay. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves out of boredom. Well, I guess you're not asking for life or death information here. If you don't tell me who she is, I'm just gonna assume you're dating. Or she's your boss, or something else embarrassing. So, are you gonna tell me who that was? Christ, do you ever shut up? I'm not telling you anything, okay? You don't have to be rude about it. 2 damn seconds of peace and quiet is all I want. Okay, ich hab's voll verkackt. Okay. Okay. I'm good now. You hear the mill burn down? Shit. Really? Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Ja, ich hab's voll verkackt. Mann, ich hab's aber auch gerade nicht geblickt. Okay. How about you? Did you lose anything in the fire? No. But I'll probably get pulled into whatever shit Damon's dealing with right now. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. I've got a little job for you. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grand, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? Ja, er ist ein Idiot, ne? Aber na, wir wissen es nicht so wirklich. He's an unreliable douchebag. Nah, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Ganz ehrlich, warum sollten wir das tun? Wir stehen uns doch jetzt nicht so nahe und jetzt werden wir ja auch noch in die Geschäfte von dem ollen Dealer hier verwickelt. Ich will das eigentlich nicht machen. I don't know. It doesn't feel right to go through his room. Does it feel right that he stole a grand from me? From you or from Damon? Same difference. Well, it's not my problem. I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. Oh, mach's doch nicht. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got suspended this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this, Price. $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good.
I'll do it. Good deal. Oh, keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Scheiß auf die $100. Oh Mann, in was lässt sie sich da reinziehen? Didn't think I'd be back this soon. Mhm. Okay, was ist, wenn er das Geld jetzt gar nicht hat? Here goes nothing. Das ist eine richtig... Better hurry up and get into the dorms. Richtig blöde Idee. Rachel! Wieder in der Schule. Sie haben Zelte als Umkleiden aufgebaut. Was machst du gerade? Ich bin auch hier. Erledige was für meinen Dealer. Oh, echt böses Mädchen. Kommst du vorbei, wenn du fertig bist? Hilf mir mit der verdammten VC in meinem Kostümsituation. Geht klar. Okay. Oh, und hier gibt's auch was Neues. Max, wann weißt du, woher weißt du, wann es Zeit wird, eine Beziehung aufs nächste Level zu bringen? Ich rede natürlich von meinem Drogendealer Frank. Ich soll einen Job für ihn erledigen, Geld von Drew North einsammeln. Du kennst Drew Blackwells Lieblings-Sponsorenträger und jetzt wohl auch Oxy-Dealer. Schuldet Frank ordentlich Kohle. Aber es soll ein leichter Job sein und ich brauche das Geld für meine und Rachels Flucht. Wo ich gerade von Rachel rede, rate mal. Die Geliebte welches schleimigen Vaters kam aus Franks Wohnwagen? Ich drängte Frank, Infos rauszurücken, aber er hielt dicht. Frank kann echt geheimnistourisch sein, wenn er will. Trotzdem super verdächtig, oder? Okay, ich muss los zu meiner triumphalen Rückkehr nach Blackwell. Wenigstens werde ich diesmal bezahlt. Chloe, die kriminell Grandiose. Ja, ach, ich finde die Idee nicht gut. Ich finde die Idee nicht gut. What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Probably not a dorm. Mhm. Das würde ich auch nicht. I should come hang around here during finals. Make everybody jealous. Ja. Wir schauen uns mal um, wenn wir dürfen. Ich weiß nicht, ob wir uns hier frei bewegen dürfen oder ob wir gleich gedrängt werden von irgendwem oder irgendwas. Hallo, Steph? Now that I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. Besides Rachel, obviously. Hey, Steph. Whoa. Hey, Barb. The elf barbarian. Your shirt looks like the tea leaves they used to tell people's fortunes. How's my future looking? Bright and sunny. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Ja, vielen Dank. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? Na, wir erledigen was, und zwar was ziemlich Dämliches. I'm just picking up something from somebody. Mm-hmm. It's for a friend. Now I'm really curious. What are you doing? What's all this stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Oh, right. I think I knew that. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. I am worried about Victoria coming in now and trying to hog every scene, but the cast overall is fantastic. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Ja, echt toll. Okay. I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan as Caliban? There's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well... Good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey.
I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... Ja, so ganz sicher sind wir da noch nicht. I don't know. It's confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe, you know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Okay, Steph, dürfen wir jetzt in ihren Sachen hier rumwühlen, einfach so? Why, yes. Chloe, of course you may look through that. Okay, was hat sie denn hier gezeichnet? Aha. Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his reality. Hm, allerdings. Interessant. Liebe ist Schwachsinn. Ach so, okay. Das jetzt hier unten. Ich dachte hier, das hier könnte man auch lesen vielleicht. Nee, leider nicht. Okay, sehr schön gemacht. So, was haben wir denn hier? Flyer für Religions... Was? Religionsdiskussionsgruppe. Oh, das ist hochinteressant. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Just... Ugh. Aha. Interessiert sich noch jemand für die Gründung einer Diskussionsgruppe zwischen den Religionen? Offen für alle und jeden. So sieht... sieht so aus, als wäre jemand aus dem Vortex-Club verwiesen worden. Lasst uns feiern und voneinander lernen. Wir sind die größte Ressource von Blackwell. Hm? Toll. So. Wohnheimeingang. Der Sturmposter, okay. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Was haben wir denn hier hinten? Was ist da? Was macht der da? Ein Vögelchen. Och, das ist ja süß. Evan's subject for the day. Better you than me, bird. Wie niedlich. Hat er die angelockt hier mit ganz viel Vogelfutter. Sowas Süßes. Blackwell Academy. Conserving water since... never. Hallo, Evan. There's Evan. Putting his pretentious art above his sanity. As usual. In a way, that's kind of badass. Come on. Mhm. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Ja, wir machen uns trotzdem nicht über ihn lustig. Wir sind schon oft genug arschig zu allen anderen. Chloe? Uh-huh. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. That's... pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Hmm. Ja, er hat schon recht. Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Ja, wir sollten gehen und ich glaube, das Wohnheim und den Rest hier...
Das schauen wir uns morgen mal genauer noch an. Denn für heute endet die Folge hier. Ja, hier das Blackwell Totem Poster und all den ganzen Kram, den man hier wahrscheinlich noch entdecken und beschmieren kann. Das machen wir morgen und dann gehen wir auch morgen hier ins Wohnheim und schauen mal, ob das so eine gute Sache ist und wie die Sache für uns ausgehen wird. Für heute danke ich euch aber ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht guckt ihr da morgen wieder rein. Mal schauen, was dann passiert und ob das gut ausgeht. Ich glaube, das birgt jetzt noch mehr Ärger für uns. Aber gut, okay. So, für heute ist Schluss. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis morgen.